Wenn die Pause zur Regel wird und der Motivationsschub nur ein Moment ist, dann ist der Motor natürlich kaputt. Also wenn du ein Auto hast, ja, und auf einmal fährt es die ganze Zeit nur noch 30, wie manch einer, ja. Es fährt dann nur noch 30 und normalerweise fährt das Auto 100, 200, es will nicht mehr. Ist das normal? Sagt einer, oh ja, es fährt doch. Bist du dann zufrieden mit deinem Auto? Sagt, fährt es oder steht es? Es fährt doch, oder? Also was willst du denn mehr? Jeder normale Mensch sagt, hör mal zu, das Auto fährt nicht die ganze Zeit 30. Gib Gas, es geht nicht, beschleunigt nicht mehr. Dann ist da ein Fehler drin. Normalerweise, wenn du Gas gibst, beschleunigt es. Wenn du Koran liest, beschleunigt es. Wenn du betest, beschleunigt es. Bei mir tut sich nichts. Ich lese, ich bete, der Motor ist kaputt. Was ist mit dem Motor, der ist verrostet? Da sind zu viele Sünden anscheinend, die Beschleunigung verhindern. Also musst du aufhören zu sündigen. Zumindest weniger sündigen. Versuch das mal. Ach so, darf ich also eine Sünde weiter? Nein, darfst du nicht. Aber die Regel im Islam lautet wie, man soll Nutzen maximieren oder Schaden minimieren. Wenn ich den Schaden nicht ganz beseitigen kann, zumindest minimieren, also weniger machen. Und genauso ist es in der Erziehung. Ich habe jetzt meine Sünden, möge Allah uns vergeben. Ja, dann mach sie weniger. Darf ich sie machen, also einmal die Woche? Nein, darfst du nicht. Du wirst ja doch von mir nicht hören, das ist auch falsch. Also nicht, weil einige sagen, wir müssen jetzt mal erziehen. Ich sagte mal, okay, guck mal, ein Glas Rotwein in der Woche nur noch, ja? So darfst du nie Dauer machen. Was ist denn das? Nicht, dass jemand kommt und sagt, aber Al-Quran hat doch auch Dauer so gemacht. Ja, Al-Quran, als er noch nicht komplett war. Aber dann kam die Ayah, heute habe ich euch die Religion vervollständigt. Das heißt, du kannst jetzt nicht mehr sagen, es ist erlaubt, erst einmal unbetrunken sollst du beten. Nach dem Gebet trink, wie du willst. Hauptsache, du betest nicht betrunken, weil ja die Ayah heißt, nähert euch nicht dem Gebet, während ihr trunken seid. Diese Ayah wurde aufgehoben, abrogiert. Die lesen wir, aber sie wird nicht umgesetzt. Aber wenn jetzt der Sünder, derjenige, der die Sünde begeht, der kommt nicht weg von dieser Sünde, dann soll er zumindest weniger sünden. Die Sünde wird nicht halal, aber er soll weniger sündigen. Und die Dosis der Ibadah steigern und so wird der Motor wieder etwas mehr beschleunigen. Etwas mehr beschleunigen, bis er wieder Fahrt aufnimmt. Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anh, sagt Ibn al-Qayyim, ging an bei einem Mann vorbei, während er weinte aus Furcht vor Allah. Da sagte Abu Bakr, so waren wir zu Beginn. Allahu Akbar. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anh, sagt, so waren wir zu Beginn. Ich muss jetzt Ayatul Kursi lesen oder so, die Shayatin austreiben, ja? Bismillah. Und das ist aber, warum ist das wichtig für uns? Dass wir wissen, das ist normal. Weil einige denken, Allah, guck mal, ich habe den ersten Ramadan Hammer gefastet, danach nie, ich bin für Jahannam erschaffen worden. A'udhu billah. Warum denn das? Du darfst die Hoffnung nicht verlieren. Deswegen sagt Ibn al-Qayyim, der ernsthafte Strebende, nach Allah strebende, fatalibul jaddu, also der ernsthafte Strebende, muss mal Pausen haben. Also Phasen der Schwäche, der Motivationsschwäche, das meine ich. Pausen, also Phasen der Motivationsschwäche, sodass er während dieser Motivationsschwäche Sehnsucht hat nach Motivation. Er sehnt sich nach den anderen Zeiten der Motivation. Und das ist eben, warum hat uns Allah so erschaffen, dass wir es aushalten. Ausdauer, das weiß jeder, wenn du lange joggen musst, schwimmen musst, rennen musst, schreiben musst, lesen musst, egal was du machst, muss immer eine Pause einlegen. Weiß ja jeder, oder nicht? Anstrengende Sachen, Pause, 5 Minuten, dann mach weiter. So sagt Ibn al-Qayyim rahimahullah, dass also die Schreitenden, also zu Allah azza wa jalla, Pausen einlegen müssen, ist unabdingbar.
aus dem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wenn nun, Achtung, die Motivationsschwäche, die Pause, ihn zu Gutem führt, dann ist er auf dem richtigen Weg. Und wenn es ihn aber zu Schlechtem führt, dann ist er auf einem schlechten Weg. Was soll das heißen? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte ja zu Hanbala, Hanbala radiallahu an, der Gefährte, sagte ja einst zu Abu Bakr as-Siddiq, wenn wir beim Propheten sallallahu alaihi wasallam sitzen, dann ist es so, als ob wir die Hölle und das Paradies sehen können mit unseren Augen. Wenn wir dann wieder bei unseren Familien sind und bei unserer Arbeit sind, dann ist es nicht mehr so. Da sagte Abu Bakr radiallahu an, das Gleiche empfinde ich auch. Also sind sie zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gegangen und haben ihm das geschildert. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn ihr zu Hause und auf der Arbeit so bleiben würdet wie bei mir, dann würden die Engel euch auf den Straßen die Hände schütteln. Aber einen Moment so und einen Moment so. So, was heißt dieses einen Moment so und einen Moment so? Also einen Moment Pause, Motivationsminderung. Heißt das einen Moment sündigen? Nein. Einen Moment erlaubtes tun. Erlaubtes. Aber nicht Verbotenes. Und hier sagt Ibn al-Qayyim rahimahullah, wenn also seine Pausen nicht mit Sünden gefüllt werden, dann hat er die Hoffnung, dass er wieder motiviert wird. Wenn aber die Pausen mit Sünden vollbracht werden, dann wird was eine Strafe sein? Dass Allah dich hindert daran, motivierter zu werden. Das bedeutet, wie ich vorhin sagte, weniger sündigen stärkt die Motivation. Weniger sündigen, das wird dazu führen, dass du mehr Gutes tun wirst. Mehr Gutes tun, das wird dazu führen, dass du diesen Glauben schmecken wirst. Umar radiallahu anh sagt, diese Herzen haben eine Hinwendung und eine Abwendung. Wenden sich hin und wenden sich ab. Wenn sie sich hinwenden, dann nutzt sie für Freiwilliges, eure Herzen. Nutzt die Zeit. Du fühlst Power. Boah, jetzt könnte ich eine Stunde Koran lesen. Lies. Bismillah, jetzt geht's los. Du hast dieses Fenster bekommen von Allah subhanahu wa ta'ala. Ein Motivationsschub. Ja, okay, morgen. Ja, morgen ist dieses Fenster wieder dicht. Du hast Zeit, du hast deine Pflichten erledigt und so weiter und du fühlst Motivation, mach mehr. Und wenn sie sich abwendet, also die Motivation sich abwendet, dann fesselt sie eure Herzen mit den Pflichten. Heißt was? Also dann bändigt sie durch die Pflichten. Aber nicht, dass ihr dann sündigt. Das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Ich habe aber gesündigt, bereue, kehre zurück zu Allah Azza wa Jal und fang wieder an.